Zeit zum Mutieren. Das sage ich nicht, weil ich vorhabe, meinen Sommerurlaub in Tschernobyl zu verbringen, sondern weil wir wieder Mutant Year Zero spielen und sehr viele Mutationspunkte haben. Sodass ich jetzt sagen würde, Bormin, zeig mal, was du kannst. Erleidest du Schaden, gibst du Rauch ab. Finde ich nicht schlecht. Mehr Waffenreichweite finde ich auch sehr, überhaupt nicht schlecht. Das werde ich auch nehmen, weil mir das einfach bei jedem Angriff hilft. Und das hilft mir nur, wenn ich Schaden nehme. Und ich will ja möglichst wenig Schaden nehmen, also. Ne? Springen zu einer beliebigen Position in Reichweite. Auch echt nicht schlecht. Das nehme ich. Mal gucken, wie sie mit dieser erhöhten Bewegungsreichweite klarkommt. Beim Enterich habe ich noch nichts, was ich neu freischalten kann. Ein kleiner Speicherstand. So, und dann probieren wir jetzt einfach mal. Wer sind denn die drei da hinten? Also irgendwo sind ja hier hinten noch drei Typen. Wenn ihr mal auf den aufs Radar guckt. Wieso finde ich eigentlich so fucking viele Rauchgranaten? Also da hinten sind irgendwelche Dudes, wo ich nicht so richtig weiß, wer die sind. Wir sind letzte Folge hier schon alles abgelaufen eigentlich. Haben uns hier so ein bisschen umgeschaut. Ach, hier ist das. Bei diesem Haus. Okay. Das war das mit den Drohnen. Ja, auf die habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig viel Bock. Aber ich habe halt auch nicht so richtig viel Bock, dass die angeflogen kommen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, hier den Typen anzugreifen und es hoffentlich binnen einer Runde schaffen. So. Der sieht mich da nicht, hoffentlich. Huiuiui, versteckt. 100% Crit-Chance. Warum fange ich eigentlich so weit weg an? Kannst du mir das mal erklären? Gehen wir doch einfach mal 3 Meter näher ran. So. Dann kann ich das nämlich auch alles mit einer ganz anderen Attitude hier zeigen. Hier wird sie noch nicht bemerkt. Hab aber auch nur 50% Trefferchance. Das ist natürlich extrem scheiße. Der wird hier nicht bemerkt. Das heißt, ich sollte hier hingehen. Natürlich wäre es super, Crit-Chance zu optimieren. Was kann ich mit ihm erreichen? 40%. Na gut. Dann probieren wir das mit 40%. 40% hat funktioniert. Der Feind hat mich gehört. Die Frage ist, welcher Feind hat mich gehört? Der Typ hier, weil das wäre nicht so schlimm. Der ist ja gleich tot. Oder seine Freunde. Seine Freunde wären mir nicht so lieb. Weil dann kommen die nämlich und machen Aua. Wieso trifft sie denn nur aus... Habe ich irgendwas geändert bei ihr, dass sie... Seht doch mal hier, sie kann nur 2 Felder entfernt stehen und hat trotzdem nur 75% Chance. Was ist das für eine Kacke? I am the beautiful weapon. Yes, you are, baby. Yes, you are. Ah, fuck. Natürlich haben sie es gehört. Jetzt dürfen nur nicht die Roboter kommen. Okay, das ist okay. Die drei, mit denen komme ich klar. Mit denen kann ich umgehen. 100%. Von hier aus 75%. Von hier aus 100%. Das ist okay. Dann gehe ich mit Dax mal nach vorne. Und zeig mal, was er drauf hat. Macht mehr Schaden so, geringere Crit-Chance. Ist mir aber ganz recht eigentlich. Yeah. So, da hinten ist noch ein Pyro, der wird jetzt auch gleich aufmerksam. Wenn das noch nicht war, warum auch immer. Hier habe ich nur 75%. Muss reichen. Das muss reichen. So, damit mache ich
Das ist besser. So oder so. Yes! Treffer. Geil. Er ist ja bei 75% bei dem Spiel auch tatsächlich 75%. Sprich, warum trifft sie denn nichts mehr? Spinnig oder was? Habe ich irgendwas geändert bei ihr? Macht sie damit 8 Schaden. Das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Dann kann sie sich ja hier vielleicht... Ach nee, ich muss sie hier in... Wieso hat sie... Okay. Stell dich einfach direkt neben Dax. Ist ja nicht so schlimm, da sind ja nur Pyros am Start. I'm the hero, you're the zero. You're the Pyro. So, jetzt brennt's. Gut für mich. So, der schmeißt jetzt mir gleich einen Molotow vor die Füße. Das war mir klar. Scheiße. Ah, I hate it. Keine Munition mehr, natürlich nicht. Ja, erstmal raus aus dem Feuer, oder? Die brennt jetzt ja noch 2-3 Runden, das ist so oder so scheiße. Granate bringt auch nichts. Dann machen wir jetzt Overwatch. Mit Dax kann ich dahin rennen. Der von da hinten, der trifft dann, ne? Sektenjäger, das sind die mit der Langstreckenwaffe. Kann ich mich hier vielleicht irgendwie so ein bisschen so hin... Ach, das brennt alles, ne? Das brennt auch. Brennt hier eigentlich auch irgendwas nicht? Das brennt nicht. Doch, das brennt auch. Scheiße. Okay. Ach Mann, ich hab aus Versehen geklärt. Nein! Ah Mann, das nervt voll. Ja, dann schieße ich jetzt. 50% Chance. Daneben. Scheiße. Okay, ich ziehe mich jetzt einfach zurück, oder? Scheiß drauf. Ich ziehe mich einfach ein Stück zurück. Da kann ich den nicht treffen. Ich kann mich auch hier in das Boot stellen. Da brennt es auch nicht. So, und dann können wir da nämlich auch direkt nochmal den Pyro ein bisschen einheizen. Cool. So, beweg dich und... Ruft er jetzt nur um Hilfe oder was, du kleine feige Sau? Der Kardinal! Der Kardinal! Vielleicht war dieser Angriff mein Kardinalsfehler. Wer weiß das schon. Ist das ein Scharfschütze oder was ist der Kardinal? Nee, ist ein Sektenjäger. Ah, ich muss echt mit diesem Feuerkack aufpassen, das nervt. Okay. Kann ich hier irgendwo in Deckung gehen? Ich wollte ja sie eigentlich eher kommen lassen. Wenn ich von hier aus mit dem Ding schießen könnte, würde ich dann treffen. Keine Munition. Probier das jetzt mal. Sie hat da keine Deckung, aber... Ach, scheiße. Komm schon! Ja, Crit-Treffer sogar! Pharaoh, du kleine süße Füchsin, du machst mich echt rollig. Super. Super gut. Hier habe ich 100% auf den Typen da. Dann sollten wir das auch. Wobei es natürlich schon geil wäre, den auszuschalten. Aber da habe ich keine Trefferchance. Also machen wir das. Triff! Yes! Ah, es nervt ein bisschen, dass die beiden so blöd brennen. 50%, 50%. Noch haben die ihn nicht gesehen. Dann sollte er jetzt mal hier in Deckung vielleicht gehen. Und überwachen. Okay, der Kardinal kommt durchs Fenster gehüpft. Das ist aber nicht sehr Kardinal-like. Och Mann, das wäre so geil gewesen, wenn er den jetzt einfach umgebracht hätte. Ja, klar. Dax brennt einfach noch ein bisschen mehr.
Der Sektenjäger brennt auch. Der läuft nur 3 Meter weit. Okay, wenn ihm das gefällt. Whatever you like, man. Whatever you like. Okay, den da rechts kriegt keiner zu fassen irgendwie. Das sollte jetzt aber hier an sich kein so großes Problem sein, oder? 75%. Wenn ich da jetzt noch hinlaufe, hier vorne. Sie dürfte ja auch nur noch diese Runde brennen. Dann habe ich den nämlich schon mal weg. Dann ist der Pyro... ist der Pyro Geschichte. Oh. Und sie brennt wieder. Okay. Merke, alle brennen. So, ich wollte ja jetzt gar nicht tiefer ins Detail gehen, ne? Alle brennen. Fertig. Dann geht er jetzt mal hier hinten in Deckung. Um sich mal ein bisschen zu erholen. Und mal nachzuladen. Oder Overwatch. Overwatch. Und du... könnte ich denn von hier aus den treffen? Probieren wir's. Renn und Peng. Damit kann ich ja sprinten und dann noch schießen. Ja, muss ich ja hier hinten hin. Ich werde gesehen. Oh nein, oh nein. So, und dann logischerweise mit dem Langstreckengewehr. Schön! Dann hat sich das gelohnt mit der Spezialfähigkeit. Get me the tail. Da geht's jetzt um die Füchsin, oder was? Was mit dem? Versteckt er sich? Feige Sau. Hat er Angst vor Feuer? Ist der eine feige Sau? Naja, gut, aus der Entfernung ist mit Overwatch nicht viel zu machen. Ich bin echt gespannt, was der Kardinal kann. Okay, Pharaoh ist halb tot. Das macht der Sektenjäger. Perfekte Deckung. Gut, aber von da aus kann er mich auch nicht... kann er auch nicht auf mich schießen. Ach, hat er das... den Pyro wiederbelebt oder was? Oh, der war doch schon tot. Mann, das nervt. Das nervt ja mal mega. Megamäßig. Megamäßig. Okay. Geht's jetzt hier hin? Und... knallt den Typen mit etwas Glück. 30%, komm, Crit-Chance. Yeah! Sie ist wirklich so shit, Mann. Pharaoh, du tolle, tolle Person. Okay, den krieg ich von hier hinten auf jeden Fall gekillt. Das ist gut. Was ist mit der Waffe? Nee, da muss ich schon mit der größeren Reichweite feuern, aber das sollte ja trotzdem reichen. Tot ist er so oder so. Oh, natürlich, kritischer Schaden. Not so bad. So, und Dax, my friend. Keine Munition in der ausgerüsteten Waffe. Da habe ich nur eine 75% Chance. Dax hat auch nicht mehr so viel Leben. Habe ich keine Feuerlinie. Dann gehe ich nur nach da vorne, vors Tor. Und try my best. Alter! Okay! How? Do I fight something like that? Jetzt mal ernsthaft, wie besiegt man den? Das ist ein Stück weit schwierig jetzt. Nur noch ein Lebenspünktchen. Mich dahin stellen. Heilung auf mich selbst. Dann wird auch nicht mehr abgeburnt. Aber jetzt mal ernsthaft, wie besiegt man den denn? Wie besiegt man den? Verfickt nochmal. Den Kardinal. Der Angriff war wahrscheinlich wirklich der Kardinalsfehler. Ich wollte gerade hinter dieser Fahne, die hier hängt, in Deckung gehen, aber... Spoiler Alert. It's a flag. Und
das ist keine gute Idee. So, dann laden wir jetzt hier erstmal die Waffe nach. Sie sollte sich vielleicht mal... Kann sie sich hier vielleicht mal gütlich tun an dem... Wobei, da muss sie aus der Deckung raus, ne? Ist auch scheiße. Ja, ich habe genug Medikits eingesammelt. Ich heile sie jetzt so. Und lade dann nochmal nach. You cannot keep me out. Must Why? Oh Mann, ey. Ich hasse diesen Besessenheitsmist. Das war bei Lux schon so, bei diesem erleuchteten Deppentypen. Ja, okay. Blöde Situation. Dax spielt für den Gegner. Ich habe noch zwei fiese, voll hochgerüstete Typen hier am Start. Ich habe noch keine Idee, wie man den Kardinal besiegen kann. Schalten Sie wieder ein, um zu erfahren, wie ich diese Situation meistere. Ich weiß es nämlich selbst noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.